Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier Lumberjack Dynasty. In der letzten Folge sind wir ja schon zu dem mysteriösen Mann gefahren. Ich würde sagen, wir sprechen ihn jetzt hier einfach mal an. Scheint hier irgendwie zu campen, ein Angler zu sein. Mal Entschuldigung, gucken. was machst du hier? Was ich hier mache? Ich angle. Warum? Warum? Nun, für einen Angler verhältst du dich seltsam. Tante Grace hat mir erzählt, dass du weggelaufen bist, als ihr euch getroffen habt. Was die Dame erschreckt? Oh, das tut mir leid. Ich kenne Grace sehr gut und ich verspreche, ich werde ihr alles erklären. Ich wollte nur Gerüchte vermeiden. Es wäre mir lieber, meine Frau wüsste nicht, dass ich hier bin. Wirklich nicht? Wie kommt das? So, so. Du siehst wie ein ehrlicher junger Mann aus. Also, was soll's? Ich sag es dir. Also, ich bin Ryan Luwarden, der stellvertretende Bürgermeister hier. Jeder kennt mich. Aber das ist nicht genug für meine liebe Abby. Strebe nach mehr, sagt sie. Mein Vater würde sich schämen, meint sie. Jedes Mal, wenn ich angeln gehe, tue ich so, als hätte ich etwas Wichtiges zu erledigen oder wäre in einer Besprechung. Sie würde sich schämen, wenn sie sehen würde, dass ich nur Fische fange, wie ein Bauer. Aber ich liebe das Angeln. Du solltest den Wels sehen, den ich letzte Woche hier gefangen habe. Ja, Mensch. Oh, ich verstehe selbst nicht viel vom Angeln. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Aber du musst mir einen kleinen Gefallen tun. Könntest du meiner Frau sagen, dass ich zu einer Vorstandssitzung gehe und morgen erst zurückkomme? Tatsächlich ist das Angeln unter freiem Sternenhimmel unglaublich. Natürlich Sicher, kein schützen wir Problem. dich. Gar kein Problem, Kumpel. Wir erzählen deiner Frau, dass du wohl zu einer Vorstandssitzung gehst. Es läuft. Das ein weiser Mann anscheinend. Der hat's drauf. So, dann würde ich sagen, fahren wir auch direkt einfach mal zu der guten Dame hin. Oder was haben wir noch denn so? Die Scheune haben wir. Ist sie einen Besuch wert? Okay. Eine Bleibe. Ja, wir wollen jetzt nicht schon wieder alle reparieren. Nee, wir fahren einfach mal zu seiner Frau. Wo? Da oben. Ach du heilige Neune. Okay, wir lernen direkt mal hier die Landschaft kennen. Hier am Gemischtwarenladen dahinter abbiegen. Ich brauche, glaube ich, eine Minimap. Na, kurz mal die 9 gedrückt. Minimap gibt's nicht. Sehr gut. Aber unser Truck wird uns schon lotsen. Sieht aber auch schön hier aus. Es ist wirklich. Ich mag die Häuser. Hier fehlen überall mal ein paar Latten, man sieht es, aber es hat Charme. Die Bäume und das Gras sehen ganz schick aus. Mir gefällt auch jetzt schon unser Truck, den wir haben. Ja, wir fahren. Oh, was habe ich gedrückt? Aussteigen. Nee, aussteigen wollten wir nicht. Ich wollte eigentlich sagen, wir fahren hier einmal rechts rum. Die Wurstfingerchen haben die fette Taste gedrückt. So, Open 24/7. Ja. Respekt für so ein kleines Dorf ist hier 24/7 schon mal echt. Da kann sich ja manch einer was abschneiden. Hoppala, kurz mal wieder hier die Kurven geschnitten. Ich bin es nicht mehr gewohnt, mit Tastatur zu spielen, beziehungsweise zu fahren. Das ist schrecklich. Aber ich habe noch nicht geguckt, ob das Lenkrad funktioniert. Das werde ich nochmal versprochen. Und dann gibt es nächstes Mal etwas entspannter. Spannenderes Gameplay, beziehungsweise Farbplay. Das klingt jetzt verkehrt, ne? Ja, ich lasse es einfach dabei. Es kann sonst nur schlimmer werden. Wir überholen mal hier lieber. Mahlzeit, ich bin hier Jenungstischler. Upala. Stimmt, wir könnten tatsächlich Tischler sein. Immerhin haben wir ein Sägewerk. Ein lokaler Investor trifft James, nee. Wir müssen leider erst noch kurz. Okay. Nee, Connor brauchen wir auch noch nicht. Wir müssen zur Frau des Vizebürgermeisters ganz kurz berichten, dass wir ihn getroffen haben. Ja, auf dem Sprung war zu einer echt wichtigen Vorstandssitzung. Weil das erzählte er uns einfach so, weil wir sind hier ja die Neuen. Weiter der Straße folgen. Auch ein schöner Hof. So. Können wir nochmal das Licht ein. Oh. Ja, Licht funktioniert. Wir sehen es. Ich glaube, Onkel hat auf LED umgerüstet und vorne Xenon drin.
glaube, das geht zur Not noch schöner. Wir machen das Licht nochmal aus. Wir machen das Licht nochmal aus. So, kann man hier irgendwie querfeld? Nicht, dass wir stecken bleiben. Mit dem dynamischen Boden bin ich noch nicht vertraut. Ist hier, ich wollte gerade sagen, wenig Verkehr und zack, gefühlt gerade in die Gegend verbauen, wenn einer kommt. Ja, nee, danke. Nicht nochmal. Die Kollegen hier sind anscheinend auch nicht gewohnt, dass es hier Gegenverkehr gibt. Kann ja mal passieren. So, ich sehe hier überall Buslinien, Bushaltestellen, so rum, ob es hier auch eine Buslinie gibt. Das, ich glaube, das werden wir später nochmal herausfinden, ob man auch mit dem Bus fahren kann. Wäre auch cool. So, immer noch 300 Meter. Diese Serpentinstraße, ne? Das nimmt kein Ende. Oh, umgefallener Baum. Nehmen wir. Brauchen wir noch. Wir sind zu völlig Holzfäller vom Beruf. Holen wir kostenneutral ab. Ja, wir wollen nicht so sein. Wir nehmen nur 50 Euro für, dass wir ihn abholen. Ich würde sagen, wir fahren hier einfach mal gerade durch. Oh, das sieht ab. Aus der Ferne sieht das aber für den Vizebürgermeister schon echt schick aus. Bin ich direkt mal ein bisschen neidisch und schon wieder eine Bushaltestelle. Wir hätten auch mit dem Bus fahren können anscheinend. So. Okay, es ist ein Hotel. Und von näher sieht es auch... Okay, wir lassen es einfach mal so stehen. So, schönen guten Tag. Abigail Lewarden? Ja. So, nee, komm, wir haben es dem Bürgermeister versprochen, wir lügen der Dame jetzt was vor. Dass er in einer Besprechung ist. Ja, ich kenne diese Besprechung von ihm. Er ist beim Angeln und du lügst für ihn, richtig? Ich habe kein Problem damit, dass er Fische fängt, aber du solltest nicht lügen, junger Mann. Schäm dich. Naja. Gut, wir haben gerade ordentlich Sozialpunkte verloren. Kann ja mal passieren. Sind aufgeflogen. Gut, dann fahren wir lieber wieder. Und fahren jetzt nochmal den weiten Weg, weil er so schön war, zurück zum Bürgermeister und erzählen ihm, dass seine Frau weiß, dass er nicht auf einer wichtigen Vorstandssitzung ist. Ich glaube, das gibt Clinch, wenn er nach Hause kommt. Ich könnte es mir vorstellen, aber gut. So, dann düsen wir nochmal schnell zurück. Hoppala. Aber ich muss sagen, die Grafik ist was komplett anderes, aber wenn ich mir das so angucke, auch das Gebirge da hinten, die Bäume, das sieht echt schick aus. Schreibt gerne mal was in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin echt bisher begeistert. Ist jetzt auch... Hoppala, nur ganz kurz angespielt und mit euch das hier gespielt. Ich glaube, den KI-Verkehr könnten sie nochmal anpassen. Die schneiden gerne die Kurven so wie ich. Aber gut, es ist ja auch noch eine Early Access Alpha, wenn ich mich hier... Ich glaube, es war eine Alpha. Von daher noch nicht mal eine Beta. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Entwicklungen. Von daher ist es schon mal schön, aber jetzt hier reinzugucken einfach. Dann können wir auch gemeinsam die ganzen Entwicklungen mitnehmen und gucken, wie sich das Spiel auch entwickelt. Ja, komm, ich hatte das schon im Gefühl, ne? Bin schon langsamer geworden und trotzdem noch reingerasselt. Ich glaube, wir fahren jetzt einfach auf der Gegenfahrbahn. Das macht doch keinen Sinn. So. Es ist immer noch so weit, ne? Aber... wir verlangen dem kleinen Truck hier gerade alles ab. Und ich möchte nicht schon so früh im Spiel anfangen, Abkürzungen über nicht existierende Straßen zu nehmen und irgendwelche Schluchten runterstürzen. Da themen wir uns für später auf.
So, aber wir können hier auch mal die Kurve wieder NPC schneiden und zack, haben wir diesen großen Transporter überholt. Ich sehe auch ganz viele Ecken, die mir wirklich gefallen. So dieser Aussichtspunkt war, glaube ich, mal eine Brücke. Vielleicht ist es auch kein Aussichtspunkt, sondern immer noch eine Brücke. Würde mich schon interessieren, ob man die vielleicht reparieren kann, um da später rüber zu fahren. Ich bin echt gespannt, was dieses Spiel alles bereithält für uns. Ich glaube, hier sind wir vorhin nicht lang gefahren. Aber hey, wir folgen einfach immer dem orangefarbenen Dreieck und gucken, wo wir ankommen. Bin auch mal gespannt, was der liebe Herr Vizebürgermeister erzählt. Ob wir da wieder ein paar Sozialpunkte machen können. Wir haben, glaube ich, gerade echt viele verloren. Wir haben jetzt noch 350, was ich eben gesehen habe. Ich weiß nicht, mit wie viel wir gestartet sind. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Doch, wir waren hier lang gefahren. Okay. Mein Kurzzeitgedächtnis hat mich veräppelt. Komm, wir stellen uns schnell hier hin. Wir dürfen hier bestimmt stehen, neben dem Supermarkt. Und laufen einfach kurz das Stück. Schon mal ein bisschen die Umwelt, fahren wir nicht so viel mit dem Truck rum. So. Aber vielleicht können wir auch demnächst mal mit dem Vizi hier angeln gehen. Eins seiner wichtigen Meetings. Alles gut, keine Sorge. Du kannst angeln, so viel du willst. Danke. Ich werde dir alles über das Angeln beibringen. Aber hey, dazu brauchst du eine Angelrute. Geh zu Jack in den Laden. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe und er wird dir eine geben. Kostenlos. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und jetzt leise. Erschreck nicht die Fische. Ja, Wayne. Also, was ich dir noch sagen wollte, du darfst angeln, so viel du willst. Auch vielen Dank für die kostenlose Angelrute. Aber es gibt zu Hause, glaube ich, ein bisschen Ärger. Aber hey, das erzählen wir ihm lieber nicht. Sondern, boah, ich laufe mir nochmal den steilen Berg hoch. Einmal kurz durchatmen. Geschafft. Dann gehen wir hier mal kurz in den Laden und uns die Angelrute ab, bevor er nachher noch zu Hause ankommt und wir Ärger kriegen. Hallo, willkommen in meinem Laden. Hi, Ryan hat mich geschickt. Er meinte, du hättest was für mich? Ah ja, Ryan ist ein guter Mann, kann ich dir sagen. Er hat mir in der Vergangenheit sehr geholfen. Um ehrlich zu sein, wäre ich nicht hier, wenn er nicht gewesen wäre. Das ist doch schön. Das hier ist für dich. Ich bin sicher, er hätte gerne, dass du es bekommst. Leicht und stabil. Perfekt für einen angehenden Angler. Vielen Dank. Gut, Angel haben wir bekommen. 850 Sozialpunkte, wir haben wieder ein paar bekommen. Ich bin begeistert, dass der Kollege wusste, was wir sofort haben wollen. Aber okay, wahrscheinlich ist der gute Wein nur fürs Angeln bekannt. So, was haben wir denn sonst noch hier in der Nähe? Ja, ich würde sagen, wir reden mal mit Tante Grace. Ich habe jetzt auch rausgefunden, wie man die Aufgaben sich umlegt. War ja in der letzten noch nicht so drin bei mir. Aber wir lernen ja hier alle zusammen. So. Oder hätte ich drauf fahren können? Egal, wir stellen einfach den Pickup nochmal hier an die Seite. Auch der hält sogar, das ist echt freundlich von ihm. So, Tante Grace, hallo. Könntest du Logan für mich besuchen? Ich möchte, dass du ihm diesen Kuchen bringst. Logan ist der Förster hier in der Gegend. Er schaut manchmal etwas finster drein, aber er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Freund. Er hat vor einigen Jahren seine Frau verloren. Charles und ich unterstützen ihn, wo wir können. Im Gegenzug hilft er uns auch immer mal wieder. Ja, das Geben und Nehmen hier. Natürlich fahren wir gerne zu Logan. Gerade einen Förster, den können wir gut als Freund gebrauchen, wenn wir hier selbst ein paar Bäume später vielleicht mal umhauen werden. Schließlich, ne? Onkel hat schon direkt am Anfang gesagt, das Sägewerk wieder aufbauen am liebsten, profitabel. Hab ich mich da direkt gefragt, okay, warum wir das verkaufen. Aber sei es drum, wir begeben uns einfach mal schnell zu Logan und gucken, was er uns erzählt. Vielleicht gibt er uns auch noch ein Stückchen Kuchen ab. Schön wär's ja. So, da läuft er.
Halt, stopp, nicht weglaufen! Logan! Lauf nicht weg! Mahlzeit! Guten Tag! Psst, nicht so laut! Was machst du hier? Oh, meine Tante Grace hat mich geschickt. Ich soll dir das hier geben. Grace ist also deine Tante? Verstehe. Danke für die Lieferung. Grace ist eine tolle Köchin. Geh jetzt nach Hause. Ich bin auf der Jagd. Was jagst du? Wilderer. Sie verletzen die Tiere, zerstören den Wald. Das ist mein Job. Ich bin der einzige Förster in dieser Gegend. Kann ich helfen? Wenn du meinst. Aber bleib in der Nähe und verhalte dich absolut ruhig. Machst du Krach oder entfernst dich zu weit, gehst du sofort wieder nach Hause. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Folge mir und bleib in Deckung. Okay. Ja, eigentlich wären wir jetzt schon wieder am Ende mit der heutigen Folge. Ich werde ihm einfach nochmal ein bisschen folgen. Und dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, hat ein Abo. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.